Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht in diesem Video um die Fortnite Season 4 Kurzherausforderung, trage eine Verkleidung. Dafür müssen wir eine Telefonzelle finden. Ja, ich zeige dir, wo du eine Telefonzelle finden kannst und wie du die benutzen kannst. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr XP leveln wollt, ganz schnell Fortnite XP machen wollt, benutzt die Fortnite Kurzherausforderung. Ja, gibt 10.000 EP, wenn ihr die einmal macht. Und ihr könnt am Tag unendlich viele machen. Ihr könnt 5 machen, die 10.000 EP geben und dann irgendwann geben die noch 1.000 EP. Aber es sind die gleichen Herausforderungen. Ne? Es wiederholt sich also quasi, ihr müsst das gleiche machen, ihr kriegt nur weniger EP. Aber hey, es gibt 1.000 EP, du kannst einfach in eine Gruppenkeile reingehen, in die Telefonzelle landen und zack, hast du 1.000 EP. Ganz easy. So beginnt es ein Spiel und ich zeige dir, wie es geht. So Leute, wir sind im Spiel und ich habe im Spiel bisher erst 2 Telefonzellen gesehen. Ja? Wenn ihr mehr gesehen habt, wenn ihr noch andere Telefonzellen kennt, schreibt unten in die Kommentare rein, die Community wird euch danken. Die Leute, die solche Tipps geben, kriegen oft sehr viele Likes von der Community für den Kommentar. Ihr müsst einfach der Erste sein, so wie das halt auf YouTube ist, immer der Erste, kriegt alles. So Leute, es gibt 2 Telefonzellen bei Doom's Domain, auch genannt Pleasant Park. Ne? Und die Telefonzellen sind einmal hier unten. Und dann ist hier unten noch eine Telefonzelle. Ja, wenn ihr noch eine Telefonzelle kennt, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Man muss dann einfach in diese Telefonzelle reingehen und man verkleidet sich dann als Handlanger dieses Bösewichts. Also ihr könnt davon, ihr seht gerade 1000 EP bekommen. Und was passiert eigentlich, wenn man nochmal reingeht? Wird man dann wieder zurückverwandelt? Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht. Okay, interessant, Leute. Interessant, das ist spannend, spannend, spannend. Also ihr seid dann halt, habt dann die Verkleidung des Handlangers. Wenn die anderen Bosse in Fortnite Season 4 kommen werden, werden an deren Orten auch wieder Telefonzellen aufgebaut werden. Ich habe das Video hier am Anfang der Season aufgenommen, in der ersten Woche. Wie gesagt, wenn dann noch neue Bosse da sind, wird es auch mehr Telefonzellen geben. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch Telefonzellen gefunden habt, die auf der Karte sind aktuell. Oder auch, wenn ihr das Video seht, kann ja sein, dass ihr in Woche 4, 5, 6, 7, 8 erst das Video seht. Und dann gibt es nochmal Telefonzellen mehr, die irgendwo versteckt sind. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, helft der Community. Und wenn es Video geholfen hat, lasst einen Daumen hoch da, Abo und Glocke. Freue mich über Creator-Code WUDA.TV in eurem Fortnite-Item-Shop. Ja, tragt ihn da ein, um mich zu supporten. Und wenn ihr neu seid, kostenlos Abo da lassen und Glocke. Kostet nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.